kann's doch nicht sein, Mann! Boah, diese Berge hier, die killen wirklich alles, ne? Finne, ich komme! Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute AirTag fangen in den Bergen mit dem lieben Finne. Ich werde dich rasieren, let's go. Du hast jetzt 5 Minuten Zeit, um wegzurennen. Ich habe dann eine Stunde Zeit, um dich zu suchen. Hier ist dein AirTag, let's go. Auf die Wiedersehen, Digga, ciao, ciao. Der Mann denkt echt, er wird mich rasieren. Jetzt ist einfach erstmal richtig schön laufen. Ich glaube, ich habe bessere Ausdauer als David. Ich hasse laufen, das ist das Problem. Die Frage ist, wo verstecken wir uns? Gehen wir irgendwo hin oder soll ich mir irgendwas Besonderes suchen? Die Frage ist halt, ich weiß ja nicht, wie gut Levin jetzt im AirTag fangen ist. Boah, diese Berge hier, die killen wirklich alles, ne? Das ist wirklich krass. Es ist jetzt die letzte Minute. Ich habe noch nicht geschaut, wo sich Finn hinbewegt hat. Er ist auf jeden Fall ganz schnell weggerannt. Aber erstmal, Freunde, was ist das bitte für eine wilde Aussicht mit den Bergen hier in der Schweiz? Das ist echt wunderschön, muss man sagen. Sorry, gibt es irgend so ein Fortbewegungsmittel, wenn man irgendwie da oben auf den Berg kommt? Der Lift. Lift? Gibt's einen Lift? Ja. Wo komm ich, wie komme ich da hin am besten? Geradeaus. Ah, geil. Okay, perfekt. Danke euch. Danke, danke. Klar, Mann. Es gibt einfach einen Lift, Freunde. Und Freunde, wenn wir erstmal ein paar tausend Meter weiter oben in den Bergen sind, heißt es eigentlich, dass wir das Game schon fast gewonnen haben. Okay, Freunde, die Zeit ist um. Wir schauen mal auf den AirTag. Wo ist Finne? Er ist in die Richtung gelaufen. Ich sage euch, Freunde, das wird heute eine ganz, ganz kurze Jagd. Ich werde ihn hier nämlich ziemlich auseinandernehmen. Es sind faire Bedingungen, weil wir kennen uns beide hier überhaupt nicht aus. Wir sind nämlich gerade hier in einem Creator-Haus, und zwar in dem Dorfkinderhaus. Der liebe Finne hat nämlich einen Song rausgebracht namens Dorfkinder. Wer den noch nicht angehört hat, checkt ihn sehr, sehr gerne ab. Ist in der Infobox verlinkt. Und ich würde sagen, wir beeilen uns jetzt ein bisschen. Er wird nämlich bestimmt nicht damit rechnen, dass ich gleich einfach random hinter ihm stehe. Okay. Er ist ein gutes Stück voraus. Sieht das nicht nach genau dem aus, was wir suchen? Freunde, man hat hier noch schön diese Gondel. Ach hier, Information, Freunde, da müssen wir hin. Entschuldigung, haben Sie Finn gesehen? Ja. Finn? Ein Mann, der hier gerade vorbeigerannt ist, ganz schnell. Nein? Okay, danke schön. Sie haben Finn anscheinend nicht gesehen. Ich habe ein richtig dummes Gefühl. Er ist genau bei einer Gondel angehalten und steht da jetzt. Das heißt, er will wahrscheinlich mit der Gondel irgendwo hinfahren. Oh mein Gott, nein. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen es noch schaffen, bevor er einsteigt. Depart? Ich kann kein Französisch, Freunde. Ich hatte 6 Jahre Französisch. Ich kann das nicht. Depart ist Installation. Ey, Kasse? Pfeil? Kasse? Kasse? Oh mein Gott, Leute. Da vorne könnte eine Kasse sein. Am Ende ist es jetzt einfach zu. Und die ganze Mühe hochzurennen war komplett umsonst. Das wär's gar nicht, Freunde. Wir sind jetzt gleich da. Die letzten Meter. Hier sieht man sie schon. Die Gondel. Der Standort zeigt immer noch an, dass Finn noch dort ist. Das heißt, vielleicht ist er noch gar nicht eingestiegen. Digga, ich kann nicht mehr, wirklich. Ein Ticket nach oben. Perfekt, dankeschön. Let's go. Okay, Leute, jetzt beginnt's. Check jetzt direkt ein, Freunde. Drin bin ich in der Gondel, Freunde. Let's go. Jetzt heißt es nur noch Panorama genießen. Türen schließen, Freunde. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wo geht's denn hier hoch? Hier? Wir sind direkt hier bei der Gondel. Ganz kurz den Standort checken. Er ist anscheinend immer noch hier. Oh mein Gott, nein! Er sitzt da drin. Er sitzt da drin, kann man sehen? Wir sind einfach in den Lüften. Leute, wir haben keine Chance mehr. Seht ihr das Tal hinter mir? Wie schön das aussieht. Finn! Was? Leben da? Leben da? Nein! No way! No way! Er steht einfach da unten. Hä? Er sitzt da drin. Er sitzt einfach da drin. Okay, wir werden jetzt hochgehen. Scheiße. Okay, wir müssen uns beeilen. Freunde, was ist das denn? Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Jetzt haben wir ein richtiges Problem, weil er weiß, dass wir in der Gondel sind. Er will jetzt direkt hochfahren. Ich würde gerne einmal hochfahren. Dankeschön. Okay, Freunde, schnell hinterher. Let's go. Let's go. Oh mein Gott, ich bin so am Schwitzen. Sieht man das? Jetzt heißt es erstmal chillen. Boah, ich kann nicht mehr. Wir können jetzt erstmal eh nichts machen. Aber schaut euch mal bitte diese Aussicht an. Ich frage mich jetzt nur, was will der Mann da oben machen? Will er da oben sich irgendwo im Wald verstecken mit den Kühen chillen? Auf jeden Fall sind wir ihm gut auf den Fersen. Ich würde sagen, wir sind so ungefähr 10 Gondeln hinter ihm. Okay, vor der Planänderung. Ich habe mir gedacht, wie geil wäre es einfach, wenn wir nicht aussteigen. Das heißt, ich bleib jetzt hier einfach drin sitzen. Sie denkt natürlich, ich steig aus. Dabei fahre ich einfach straight up wieder runter. Okay, Freunde, ich habe mich jetzt ready gemacht, Tasche angezogen, Jacke bereitgelegt. Denn jetzt geht's gleich los. Wir werden direkt raus sprinten und uns den Bree holen. Aber schau dich an der Stelle nochmal ganz kurz diese Aussicht an. Das ist wirklich sick. Wir werden ihn komplett hops nehmen. Okay, Freunde, bleib jetzt einfach sitzen. Wir schauen uns einfach mal, was passiert. Ich bleib jetzt einfach so sitzen, wie ich gerade bin. Okay, Leute, wir sitzen hier in dieser Abstellkammer quasi von den Lingern. Und eigentlich muss man jetzt aussteigen. Die Tür geht auf. Wir bleiben einfach sitzen, Freunde. Okay, das war's. Jetzt ist ein Aussteigen unmöglich, Freunde. Jetzt geht's hier irgendwie komisch hin. Türen gehen wieder zu. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind drin. Okay, Freunde, wir sind jetzt wirklich gleich da. No way, Freunde. Freunde, er ist da vorne. Er darf uns nicht sehen, Freunde. Oh mein Gott, nein! Nein! Ja. Yo! Ciao, ciao! Nein! Nein!
Nein! Er sitzt da in der Gondel einfach drin. Er hat mich komplett hops genommen. Digga, ich komme gerade gar nicht drauf klar. Let's go, Freunde. Das beschafft uns jetzt richtig viel Zeit, weil jetzt die Fahrt hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert. Jetzt fahren wir einfach dieselben Strecke einfach wieder zurück. Und wir haben nochmal 10 Minuten für uns gewonnen. Das ist das Beste, was hätte passieren können, Leute. Der Plan ist aufgegangen. Let's go. Das heißt, was mache ich jetzt? Ich brauche gar nicht aussteigen. Scheiße, wir bleiben direkt sitzen. Das kann's doch nicht sein, Mann. Entspannt, du läufst die Zeit ab vom AirTag fahren. Entspannt, bitte, wir sind nach Hause geholt. Und Leon hat keine Chance, Freunde, das ist doch schön. Finn ruft mich gerade an. Ja, Bro? Wie geht es dir, Mister? Schön, dass wir mit dem Unterfahren die Zeit läuft ab. Bruder, du Hund! Du hast mich komplett hops genommen. Ich dachte, ich catch dich da oben. Hey, Leon, ein Tipp von mir. Genieß das Panorama. Digga! Das kann's doch jetzt nicht sein. Und er macht sich so lustig über mich. Ich werde ihn holen. Tür geht auf. Wir sind draußen, wir sind wieder unten. Okay, Freunde, jetzt heißt es wirklich schnell sein, weil da kommt jede Sekunde in irgendeiner dieser Gondeln wieder zurück. Ich habe gerade die Zeit ein bisschen genutzt, um Recherche zu machen. Und Freunde, hier in der Nähe gibt es einen See. Und zu diesem See können wir kommen. Die Gefahr, dass Leben dann irgendwie ein Auto oder irgendwas hat, ist viel zu groß. Deswegen würde ich jetzt einfach versuchen, mit irgendjemandem mitzufahren. Also zu trampen. Ich will jetzt einfach unten sein. Es dauert so lange. Und die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Oh mein Gott, ich sehe ihn. Er läuft da unten. Er läuft da unten. Das kann doch nicht sein. Er läuft dort unten wie die Ruhe selbst. Das Auto will ich vielleicht mitnehmen? Nein, will es nicht. Hier, Freunde, der, komm, der lässt es doch nicht im Stich. Nein, der lässt es nicht im Stich. Das sieht man doch hier schon. Es bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als einfach zu laufen. Es sind zwar 2-3 Kilometer, aber wir müssen uns beeilen. Geh auf. Wieso braucht diese Tür so lange? Kurzer Check, haben wir alles? Ja, let's go. Ausgang gefunden. Okay, Freunde, wir sind jetzt raus aus der Gondel. Hä? Er war doch gerade eben noch hier. Wie kann er denn jetzt so schnell weg sein? Wir gucken mal, wo er ist. Okay, er bewegt sich relativ schnell. Das heißt, entweder fährt er mit irgendwas oder er ist irgendwie am Rennen oder am Sprinten. Das Ding ist, unser Haus ist hier relativ in der Nähe. Dann könnte ich das Auto holen und dann könnte ich mit dem Auto einfach dorthin fahren, wo er ist. Und dann wäre ich auf jeden Fall definitiv schneller als er. Okay, Freunde, ich bin jetzt in die Hälfte gelaufen, weil mich keiner fahren wollte. Aber ich habe noch eine richtig krasse Idee, Freunde. Und wir stehen schon davor, vor dem Laden, wo wir jetzt reingehen. Denn wir müssen eine kleine Besorgung machen. Okay, Freunde, Pulli ist angezogen. Es ist echt irgendwie ziemlich frisch geworden. Wir gucken mal, was Finn macht. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg weiter hier oben auf den Berg, um zu unserem Haus zu kommen und das Auto zu holen. Finn läuft irgendwie in die komplett andere Richtung. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er irgendwie zu diesem See will. Oder dort ist auch in der Nähe noch so ein bisschen Wald. Okay, Freunde, ich glaube, in dem Laden sollte es sowas geben. Ich bin mal gespannt, ob die auch das haben, was ich suche. Aha, perfekt. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben gefunden, was wir suchen. So ein Schlauchboot, Freunde. Sag nicht, ich glaube, ich nehme das. Oder nehme ich das? Nehme ich das? Jo, das kostet einfach die Hälfte von dem fast. Okay, ich nehme das. Wir sind angekommen, Freunde. Das ist es. Das legendäre Dorfkinderhaus. Bin ich wieder komplett am Schwitzen. Aber Freunde, bevor wir losfahren, in diesem Video werden natürlich auch wieder 3 Leute gegrüßt. Deshalb gehen liebe Grüße raus an Manu, Nina und Dani. Vielen Dank für eure Kommentare. Und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt jetzt einen Kommentar. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir. Rennfahrer Levin unterwegs, okay. Jetzt hat Finn wirklich gar keine Chancen. Der Mann ist gerade in einem Supermarkt. Hä? Dass der Mann keinen Zeitstress hat. Wir haben nur noch 25 Minuten. Finn, ich komme! Er hat zwar einen ziemlichen Vorsprung, aber wir haben jetzt einfach ein Auto. Das heißt, wir sind viel, viel schneller, viel, viel agiler als er. Er kann nichts machen. Okay, Leute, Boot ist gekauft und jetzt geht's ab zum See. Ich glaube, jetzt ist es 600, 700 Meter entfernt. Und das Ding ist schwerer, als es aussieht. Also gar kein Bock, aber alles für den Win. Okay, Freunde, kleines Update. Wir sind jetzt ein gutes Stückchen weitergekommen. Finn ist einfach schon bei diesem See. Ich frage mich, was er dort macht. Aber wir sind auf jeden Fall auch jetzt gleich da. Das Navi sagt, wir sind in 3 Minuten dort. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was der Bruder dort macht. Okay, Leute, wir sind schon fast am See. Wir haben jetzt noch 15 Minuten, in denen er uns finden kann. Wir müssen es richtig beeilen, damit mein Plan noch aufgeht. Ich habe einfach nicht schlau. Boot gekauft, what the fuck. Hier sind die Paddel, das ist sehr wichtig. Die brauchen wir gleich. Damit will ich jetzt nicht leben, without playing auf dem See. Und jetzt erstmal aufpusten. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen beim Parkplatz. Hier müsste irgendwo in der Nähe der See sein. Ich check mal ganz kurz nochmal den Standort. Okay, Finn ist direkt am See, direkt am Ufer. Was macht der Mann da? Was hackt der schon wieder aus? Das macht mir irgendwie gerade ein bisschen Angst. Das ist echt anstrengender, als ich dachte. Dieses scheiß Boot, es kostet extrem viel Zeit und es ist super, meine Puste ist aber schon weg. Wir haben halt auch nur noch 12 Minuten, Digga. Das könnte richtig eng werden. Boah, also mehr Leute kriege ich nicht hin in dieser Zeit. Es ist nicht perfekt aufgepumpt. Ich hoffe, ich gehe damit nicht unter, aber Leben könnte jede Sekunde kommen. Ja, Freunde, ich bin auf Wasser. Jetzt kann Leben mir nichts mehr anhaben gleich. Er ist direkt hier vorne. Was?
Digga, der Mann ist im Wasser. Da ist er. Ja, Mann, ja. Ich gehe ins Wasser. Ich hole ihn mir. Den Boxershorts. Soll ich echt den Boxershorts? Oder was hast du vor? Guck mal, wie entspannt der da chillt. Freunde, wir haben es einfach geschafft. Er ist einfach draußen. Er kann nichts tun. Ich komme. Nein, niemals. Nein, Alter. Ey, Respekt, Mann, wirklich. Das ist der Sieg. Freunde, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wenn ihr mehr RTG-Fang sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, Finn hat das letzte Wort. Wie im Dorf, Kinder. Ciao, ciao. Abonniert alle. Back in my bag and I got a burger. Do this shit for real.